Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Mein Name ist Claudi, das hier ist Sammy und wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich in unserer Welt. Heute haben wir eine ganz, ganz neue Box für euch und zwar ist die Fellbox bei uns eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit uns zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die Fellbox ist eine Hundebox, ganz offensichtlich und ja, Sammy... Eine kleine Raupe Nimmersatt, wenn man das mal so sagen darf. Und ja, wir haben uns gedacht, dass wir die mal austesten wollen und wir haben jetzt eine Box zugeschickt bekommen. Das müsste jetzt aber die September-Variante sein, weil ich ein unfassbarer Klüngel bin. Ich hatte die Box in dem Stapel aus Adventskalendern noch stehen und ich habe die volle Elle vergessen. Also liebes Fellbox-Team, es tut mir von Herzen leid, dass ich so spät erst dieses Video drehe. Also wow, es tut mir wirklich, wirklich leid. Ich habe eben im Internet nochmal recherchiert, es gibt verschiedene Varianten von der Box, dass man halt das auf die Hundegröße auch abstimmen kann, weil hier sind Spielzeuge drin und hier sind auch Foodprodukte für die Hunde mit dabei. Und damit das halt für den Hund auch wirklich passt, kann man da die Größe bzw. das Gewicht des Hundes angeben. Und Sammy ist halt ein Hund, der über 20 Kilo wiegt. Ja, moin. Und ja, genau, Sammy möchte jetzt auch ganz gerne reinschauen. Aber Mausi, ich glaube, du musst erst auf deine Decke. Komm hier, komm hier. Komm her, komm. Sammy, dahin, komm. Komm her. Komm her. Sammy, hier. So ist fein. Er ist auch ein Wurm, ne? Dieser kleine Mr. Bau. Jo, Sammy hat soweit keine Unverträglichkeiten. Da wurde ich nämlich auch noch nachgefragt. Und das Gewicht von Sammy habe ich auch mit Hand gegeben, ne? Ja, ja. Die böse, böse hat wieder über sein Gewicht geredet. Habe ich gesagt, ab 19,95 pro Monat gibt es die Box. Wenn man das 12-Monats-Abo wählt, bekommt man sogar noch ein Goodie mit dabei. Und wir haben dann einfach eine riesengroße Box hier, wo echt schöne Sachen drin sind. Ich sehe auch ein Briefchen für uns mit dabei. Also hier ist der erste Blick in die Box. Ich sehe viel zum Lesen. Ich starte doch einfach mal mit dem, wo mein Name draufsteht. Das ist ein roter Brief, Claudia. Und ja, da bin ich jetzt mal gespannt drauf. Ja, einfach denken, das wäre was zum Essen, ne? Genau. So, dann schaue ich doch mal rein. Wow! Fellbox, wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Hallo Claudia, wie schön, dass ihr dabei seid und unsere Fellbox testet. Wir freuen uns wirklich sehr darüber. Gemeinsam mit Fellbox lernt ihr eine vielfältige Produktwelt kennen und wir sind uns sicher, ihr werdet eure neuen Favoriten finden. Entdeckt auf eine ganz besondere Art Produktneuheiten und Must-Haves aus der Hundewelt. Fellbox arbeitet mit vielen unterschiedlichen bekannten und hochwertigen Marken zusammen, um die perfekte Überraschung für euch Monat für Monat zusammenzustellen. Da sehe ich auch tatsächlich Produkte von Trixie und so schon drin direkt, ne? Deine Fellnase hat nur das Beste verdient und genau aus diesem Grund verfolgt das Fellbox-Team Tag für Tag die neuesten Trends aus der Hundewelt. Fellbox begleitet euch auf eurer Überraschungsreise durch die Hundewelt und gibt euch Anregungen und Inspirationen für eure Fellnase. Die Fellbox beinhaltet Snacks, Pflege, Spiele und Futterprodukte. Dabei legen wir besonderen Wert auf eine abwechslungsreiche und spannende Auswahl. Ja, spannend, Sammy. Wenn euch die Produkte und die Fellbox gefallen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr die Fellbox und die darin enthaltenen Produkte mit eurer Community teilt. Natürlich haben wir auch einen Code für eure Community. Wow, Leute, ihr kriegt Rabatt. Mit Sammys Box 15. Süßer Code, können Sie 15% auf Ihre Bestellung bei Fellbox sparen. Jede Fellbox hat einen Wert von mindestens 50 Euro. Wir freuen uns, wenn ihr uns bei eurem Unboxing in der Infobox verlinkt. Ja, natürlich. Liebe Grüße, Chiara und euer Fellbox-Team. Ja, ich werde euch natürlich in der Infobox verlinken. Ich weiß gar nicht, ob Fellbox auch einen eigenen YouTube-Channel hat oder so, aber ich packe euch den Instagram-Kanal da mal mit rein. Und ne, die einzelnen Produkte versuche ich auch zu finden und euch zu verlinken. Los, du hast da was im Auge. Hast du geweint? Nein. Ist wahrscheinlich geschlafen. So, und ich greife jetzt einfach mal rein und habe hier zuallererst einen Tau drin. Und es ist rosa, ja, aber Sammy kommt mit rosa klar. Sammy hat auch immer einen Drinnen-Tau und er hat einen Draußen-Tau. Das ist mir persönlich sehr wichtig, gerade im Winter. Im Sommer ist mir das relativ schnutzegal. Aber im Winter achte ich da schon drauf, weil, ja, nass und Sachen, die er dann auch mit reinschleppt und so, ne? Aber das ist genau dieses Tau. Ich glaube, das ist auch von Trixie, ne? Muss ich gleich nochmal gucken. Ja, das ist dein Tau. Aber Sammy sagt, nein, das ist nicht zum Essen, ich möchte essen. Ja, das ist von Trixie einfach ein Spielzeug, ne? Ein Tau.
kennt man. Ich guck mal, ob ich hier vielleicht schon direkt was zu futtern finde. Tatsächlich habe ich nämlich was. Und zwar ist das eine Futtermatte. Sowas mag der ja richtig gerne. Da kann man halt auch so ein bisschen Spielerei mitmachen. Ne? Das ist von Trixie eine Futtermatte. Verhindert das Schlingen bei der Futteraufnahme, ist rutschfest und hat eine lange Beschäftigungsdauer und ist aus Silikon. Sammy hatte auch tatsächlich so einen Anti-Schlingnapf schon mal, braucht er nicht. Aber das hier ist ja eher eine Futtermatte, wo man dann quasi so ein bisschen dieses Mundgefühl als Beschäftigung noch mit dabei hat. Das finde ich persönlich total klasse. Ich glaube auch, dass ihm das gefallen wird. Ich hatte sowas schon mal da, dass ich da auch so Sachen reingemacht habe. Von Smoothie Dog war das eine Matte. Die ist aber leider irgendwann kaputt gegangen. Und ja, weil ich die immer in die Spülmaschine gegeben habe und das war nicht gut für die Matte, jetzt habe ich eine neue und das ist eine ganz geile Geschichte. Sammy kriegt nämlich sein Trockenfutter immer in seinem Schnüffelteppich, den ich glaube ich auch von Trixie gekauft habe. Und hier kann man auch das Nassfutter sehr schön reinmachen, glaube ich, oder? Was meinst du, Mausi? Ja, wo ist das Futter, ne? Und auf der anderen Seite haben wir halt eine Beschichtung oder halt so eine eher Anti-Rutsch-Geschichte, ne? Finde ich auch total klasse. Und wir haben ja überall hier auch Fliesen. Ja, das hält dann auch ganz gut. Man sieht es. Ich werde ihn das da hinten gleich auch mal irgendwo hinlegen. Das könnt ihr dann, glaube ich, gar nicht so gut sehen. Dann kommt das direkt vor meine Nase. Könnt ihr das sehen? Ne, ich glaube nicht, ne? Ja, da habe ich den Kameraausschnitt etwas blöd gewählt. Aber da werde ich auf jeden Fall gleich sein Futter reinmachen. Dann, ach so, ich habe die Plus-Variante übrigens hier. Da gab es noch ein Geschenk mit dabei. Das ist auch wichtig, glaube ich. Ne? Hier ist Futter mit dabei. Edgard Cooper, saftiges Huhn und Truthahn. Apfel, Erdbeere, Karotte, getreidefreie Rezeptur. Ist das süß. Für erwachsene Hunde ist das. Und ja, das sind 400 Gramm. Und Sammy bekommt meistens immer einfach pro Mahlzeit eine halbe Dose, wenn er das Futter halt so bekommt. Ne? Und ich glaube, wir geben ihm das einfach mal zum Probieren. Vorsichtig mit dem Deckel, Mausi. Ich habe da mal was vorbereitet. Oh, das riecht doch wirklich gut, ne? Jetzt mal riechen. Riecht gut, ne? Ja, kann man wohl so sagen. Und jetzt, Frauchen, gebt mir das gerne in die Futtermatte rein. Ist halt Nassfutter, was soll ich euch da groß zeigen, ne? Ich glaube, das macht nämlich tatsächlich dem kleinen Mann auch ein bisschen Freude, wenn er sich das dann nachher hier rausbrockeln darf. Aber du wartest artig, Sammy, ne? Das weißt du. Nicht direkt drauf los. Ich habe für sowas auch so Deckel, dass wenn man halt Dosen offen hat, dass man die wieder verschließen kann. Und ja, dann im Kühlschrank oder wo auch immer lagert, ne? Er ist ein artiger Hund. Man merkt es, ne? Aber das ist, man merkt halt, dass er von der Straße kommt. Der wartet halt immer so ein bisschen ab, bis er dran ist. Und wenn er dann dran ist, dann freut er sich seines Lebens. Den Löffel klopfe ich gleich noch ein bisschen ab. So, dann zeige ich euch mal, wie ich das dann so in die Futtermatte gegeben habe. Das habe ich relativ lose einfach nur reingemacht, ne? Dass er trotzdem halt noch drankommt, aber halt trotzdem ein bisschen Arbeit reinstecken muss. Dann kannst du erstmal den Löffel ablecken, Sammy. Am besten auch alles nochmal auf den Fliesen verteilen, das ist vollkommen in Ordnung. Vielleicht machst du gleich auch die Fliesen einfach mal mit sauber. Mhm. Das hätte mir dem tagelang nichts mehr gegeben, ne? Man muss dazu sagen, er hat eben tatsächlich schon sein Abendbrot bekommen. Weil mein Freund nicht aufgepasst hat. Ich wollte ihm nämlich eigentlich hier tatsächlich die Fellbox-Sachen geben. Aber so kriegt er halt nur eine kleine Portion. So, los. Da, na los. Jetzt kann er da an seiner Matte rumfusseln. Ja, schmeckt ihm auf jeden Fall. Ja, die Matte hätte ich auch vorher sauber machen können, ne? Aber nö, Dreck scheut den Magen. Ich habe damals auch meine eigenen gebackenen Sandkuchen gebacken. Da muss man halt mal durch. So, entdecke jetzt, was in deiner Fellbox steckt. Da ist nämlich auch noch ein Magazin mit dabei, was ich richtig schön finde. Das hatte ich eben nämlich schon gesehen. Aber ich wollte das halt vorlesen, während es nämlich am Knäbbeln ist. Liebe Fellnasen und liebe Fellbox-Freunde. Mit Fellbox zeigen wir euch, was die Hundewelt zu bieten hat. Und das jeden Monat aufs Neue. Mit jeder neuen Fellbox erwartet euch die perfekte Überraschung, eine Mischung aus Snacks, Spielzeug und Pflegeprodukten, eine ganz besondere Aufmerksamkeit für euch und eure Fellnasen. Das Feedback zu den letzten Fellboxen war der absolute Wahnsinn. An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön für das komplette Ausrufezeichen. Das komplette Fellbox-Team ist wirklich überwältigt von all den tollen und positiven Nachrichten. Wir arbeiten jeden Tag mit viel Herzblut daran, neue, innovative und abwechslungsreiche Produkte aus der Hundewelt für euch zu recherchieren und zusammenzustellen. Mit der liebevoll gepackten Fellbox werdet ihr garantiert viel Freude haben. Folgt uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen und verlinkt uns auf euren Beiträgen. Wir sind sehr gespannt auf eure Bilder. Damit
wir noch mehr Fellnasen von der Fellbox überzeugen können, würden wir uns sehr über eine Google-Bewertung von euch freuen. Ja, die kann ich euch auch noch abgeben. Ihr habt Anregungen, Feedback oder Ideen für neue Produkte, dann schreibt uns. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren, euer Fellbox-Team. PS, viel Spaß beim Stöbern und Entdecken. Das Fellbox-Team wünscht euch einen schönen Herbstanfang. Wie gesagt, ich habe leider die Box etwas verbuddelt. Das tut mir von Herzen leid. Dann haben wir hier ein paar Fotos von Hunden mit der Fellbox und so. Dann Produktinformationen noch mit dazu. Dann, wenn du das 12-Monats-Abo abschließt, dann bekommst du auch so ein Hundebett mit dazu, was ich total cool finde. Und dann haben wir hier nochmal... Krass, dieses Fellbox Plus Geschenk. Ich glaube, das kostet tatsächlich dann, wenn du die Fellbox Plus dann nimmst, auch ein bisschen mehr. Und dann die einzelnen Produkte hier nochmal aufgeführt. Schön, wirklich schön. Hund des Monats September. Ach, wie süß. Hallo, ich bin Fiete. Ist auch süß, ne? Seht ihr aus der Entfernung nur leider nicht. Ach Mensch, wie cool. Schnüffelhelden. Hund entlaufen, was tun. Oh ja, wir waren damals sehr, sehr froh, dass wir Sammy bei Tasso angemeldet haben. Denn vor ziemlich genau 5 Jahren haben wir uns, also ne, da ist Sammy ja zu uns gekommen und dann hatten wir irgendwann mal überlegt beim Spazierengehen, komm, wir können Sammy auch mal von alleine lassen, ist ja vollkommen in Ordnung. Ja, aber Sammy hat seine Freiheit etwas zu sehr ausgenutzt und war dann verschwunden. Aber er hatte einen Tag vorher an sein Halsband so eine Marke von Tasso mit dran bekommen und dann wurden wir tatsächlich angerufen und das war echt schön. Ja. Sammy, komm hier. Komm her. Der war nicht lange weg. Mausi. Willst du da jetzt stehen bleiben? Aber das ist ziemlich unfreundlich, der Kamera den Popo zuzudrehen, Sammy. Okay, also hier haben wir noch so eine Flasche mit dabei. Das ist eine Trinkflasche. Die kann man zum Spazierengehen oder so mitnehmen oder wenn man halt unterwegs ist. Ne? Das ist eine Fellbox-Eigenmarke scheinbar dann auch von denen. Und ja, da machst du dann einfach ein bisschen Wasser rein und dann kann der Hund zwischendurch einfach ein bisschen was trinken. Fräuchchen, warum ist da nichts drin? Ich weiß es nicht, Sammy. Ich weiß es nicht. Aber geh mal auf deine Matte, komm mal her. Sammy, hier, komm her. Komm her. Und er so, nein, ich will auf die andere Seite. Ach, Mausi. Genau, hier haben wir nämlich das Produkt drin. Das Insect Shield Outdoor Decke Gedönsen mit integriertem Insektenschutz. Das finde ich auch cool, denn Sammy und ich liegen oft gerne bei uns einfach auf dem Rasen, im Sommer vor allem, ne? Und dann hast du hier von unten drunter dann noch so eine Mattengeschichte dabei. Vielleicht kann ich die jetzt aber auch im Winter einfach nehmen, um sie hier hinzulegen. Warum eigentlich nicht, ne? Jetzt mal gucken, Sammy, wie die so ist. Ist auch von Trixie übrigens. Ob du die machst? Machst du die Leiden? Ist auf jeden Fall schick, ne? In einem sehr eleganten Design. Ist auf jeden Fall akzeptiert. Dann vielleicht hier noch ein bisschen Rosa mit dazu. Hm? Ein bisschen Innendekoration für den jungen Mann. Ne, die finde ich wirklich gut, ne? Die kannst du gut gebrauchen. Was meinst du, Sammy? Ja, ne? Zu schnüffeln? Ja, aber du liegst doch jetzt gerade drauf. Ist nichts zum Essen, ne? Ja, du hast ja recht. Hier sind auch noch Essensprodukte drin. Zum Beispiel habe ich hier auch von Trixie eine Lachscreme. 110 Gramm. Ich glaube, da feierst du eine kleine Party, ne? Ist in so einer Tube. Mit sowas kann man halt super auch Medikamente oder sowas geben, ne? Weil dann machst du da einfach ein bisschen was von der Creme drumherum, um das Ganze etwas schmackhafter zu gestalten. Oder du machst es halt so, dass du das ein bisschen rausdrückst und dann kann der Hund das einfach so abschlabbern. Ja, ist das witzig? Ist das gut, ne? Oh, noch mehr? Sammy, gleich hast du die ganze Tube leer. Ich weiß gar nicht, wie viel du davon essen darfst. Ist egal, ne? So, jetzt mach das mal sauber. Sehr fein. Das riecht hier echt angenehm nach Lachs gerade. Mehr Sachen, ne? Ja, das machen wir dann die Tage mal, weil jetzt hast du es ja schon angeleckt. Das ist eh deins. Frauchen will das nicht mehr essen. Habe ich euch die Tube eigentlich richtig gezeigt? Ich weiß es nicht. Habe ich euch bestimmt eingeblendet, ne? Weil bei der Entfernung, ja, da seht ihr das nicht wirklich. Blende ich euch einfach mal am besten ein. Dann habe ich noch ein bisschen, ein paar mehr Flyer und sowas mit dabei. Edgar Cooper oder Cooper, das ist ja von dem Nassfutter, was wir eben auch hatten, ein Flyer. Dann von Hurado. Da haben wir gleich ein bisschen Trockenfutter, glaube ich, auch mit dabei. Und hier haben wir noch, deine Fellbox wurde mit Liebe gepackt von Robin. Ja, vielen Dank, Robin. Dein Fellbox-Team hat dir und deiner Fellnase tolle Überraschungen zusammengestellt und sie liebevoll verpackt. Wir wünschen euch viel Freude und Spaß mit dem Inhalt. Ja, da in dein Bauch geht der ganze Inhalt. In dein kleines Bauch geht der ganze Inhalt. Du hast überall noch Lachscreme am Mund, Maus.
Ja, er gönnt sich hart. Ja, wir haben ja auch noch ein Spielzeug, ne? Das ist gleich innerhalb von 2 Sekunden kaputt. Das ist so ein mega süßer Tiger, der ein Quietschi mit drin hat. Aber ja, und er hat ein Schwänzchen, ne? Das wird nicht lange halten. Bei Sammy ist sowas sehr, sehr schnell einfach auseinandergepflückt. Das kriegt er aber heute Abend, ne? Und bei Hundespielzeug, oh, das ist so weich. Ich will ihm das eigentlich gar nicht geben. Das ist jetzt mein Tiger. Nein. Nein? Vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Aber die haben halt vom Füllmaterial her etwas, was die Hunde halt nicht runterschlucken oder wie auch immer. Das ist halt anders als diese klassische Watte. Ne? Und der hat hier auch noch ein Quietschi drin. Das heißt, man sollte sowas nicht unbeobachtet quasi dem Hund geben, weil nicht, dass er dann doch irgendwie was verschluckt oder so. Und Sammy ist meistens dann ein bisschen neben mir, also wenn ich dann so am Küchentisch sitze und so vor mich hinschneide oder so, mit dem Viech dann beschäftigt. Und ja, ne? Deswegen, also da passe ich immer schon drauf auf, dass er da keinen Blödsinn treibt. Ich mache das schon mal ab, weil wenn wir gleich hier den Raum verlassen, wird er das Safe einfach anpacken und damit stiften gehen. Ich kenne nämlich meinen kleinen Mr. Wow hier. Ja, der kleine Schwanz wollte auch kurz einmal wedeln, ne? Aber nur ganz kurz wollte er wedeln. So. Und dann haben wir hier nämlich tatsächlich noch das Trockenfutter, was wir einmal probieren werden. Man sollte bei sowas aber immer aufpassen, weil, also ich würde jetzt nicht von jetzt auf gleich ein neues Trockenfutter geben. Ne? Das hier hat ja auch nur eine kleine Größe von 1 Kilo. Das würde ich ihm jetzt in sein reguläres Trockenfutter mit reinmischen, weil meistens ist es so, dass Hunde einfach bei einer Futterumstellung ein bisschen mehr Zeit brauchen. Das heißt, ne, das gebe ich ihm dann eher einfach als Snack oder sowas. Dann neues Lieblingsfutter mit Rind und Kartoffel ist das von Hurado, weil deine Fellnase es verdient hat, verwöhnt zu werden. Und Sammy hat jetzt 20 Kilo, das heißt 235 Gramm dürfte man dann pro Tag geben. Ne? Muss man mal gucken. Ich werde ihm jetzt sicherlich da nicht irgendwie eine Viertel Tüte von pro Tag geben. So. Ja, und das sieht soweit so gut aus. Das sind relativ kleine Bröckchen. Die riechen ganz angenehm, ne? Ist jetzt ein bisschen härter, Sammy. Ja, da muss man sich von Nassfutter immer umstellen, dass man wieder Trockenfutter hier hat, ne? Noch rein. Ja, gut. Jetzt hast du dich da schon wieder drauf eingestellt. Sehr gut. Sehr gut, Mausi. Und ich gebe ihm jetzt einfach mal ein bisschen was in sein neues Futterrepertoire hier rein. Und dann kann Sammy dann nachher mit seiner Zunge einfach versuchen, das so rauszubekommen und rumzuwuseln. Ich glaube, das kommt ganz gut, weil wenn ich gleich hier auch die Sachen wegräumen werde, dann hat er auf jeden Fall was zu tun und läuft mir nicht die ganze Zeit hinterher. Ne, Mausi? Ich mache das nämlich super gerne. So in den Außenring. Also ich glaube, hiermit haben wir auf jeden Fall ein neues Produkt für ihn gefunden, was er auch super gerne verwenden wird, weil, ja, das ist halt, ne, er mag sowas. Wenn das halt jetzt nicht im klassischen Napf bei ihm drin ist, sondern er da so ein bisschen Wuselspaß haben kann, ne? Na los. Gib dir das mal. Oh, nicht mehr einfach so. Also was ich halt bei dieser Box auch sehr cool finde, ist, dass wir einen tollen Mix haben aus Nassfutter, Trockenfutter, Tools, sage ich jetzt einfach mal dazu, ein bisschen Spielzeug und irgendwie, ne, es ist schon spezieller und mir persönlich gefällt es schon sehr. Und ich glaube auch, dass Sammy mit vielen Dingen davon echt was anfangen kann. Und deswegen ist es von meiner Warte aus eine mega Empfehlung. Und ja, ich empfehle euch die Fellbox, definitiv. Sie ist relativ günstig, finde ich, ne? Mit 25 Euro, so nachdem, je nachdem, welche Variante man so wählt. Ja, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Alles soweit in der Infobox verlinkt. Und ich lasse den kleinen Mann jetzt mal ein bisschen schnabulieren. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von uns hier. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Sammy-Videos. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, dich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!